Und wir nehmen auch meinen Ton ab jetzt auf. Sehr gut. Das heißt, so viel schiefgehen kann nicht mehr. Nee, ich werde eigentlich nicht oft sauer. Eigentlich nicht. So, also besonders jetzt, also klar, ich habe heute zum Beispiel wieder da gesessen, habe geguckt und getan und gemacht, was kann ich machen, dass ich das mit dem Ton hinbekomme und so weiter und so fort. Aber das hat sich jetzt wirklich geklärt und ich denke auch wirklich, mittlerweile ist die Qualität selber echt annehmbar. Hört ihr mich halbwegs im Stream? Weil es könnte sein, dass das noch auf dem alten Clement, ich muss mal gucken, nicht das. Ja, okay, das ist okay, also da haben wir das falsche Mikrofon eingestellt. Das geht ja gar nicht. Einstellungen, ich guck mal kurz, Audio. Da müsste ich, denke mal, dieses Mikrofon. Hallo? Hallo? Nee. Das ist scheiße. Kleinen Moment, ich bin noch am Tun und Tüdeln und Machen. Einstellungen. Audio. Probieren wir das mal. Übernehmen. Hallo. Nee. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es kann auch sein, dass ich nicht zweimal die Audio... Ist aber auch egal. Dann machen wir das so und ihr könnt mich hier hören und ich höre... Also für die Aufnahme mache ich es dann auf meinem normalen Mikrofon. Das ist auch in Ordnung. So, das rauscht. Ja, ich denke mal, jetzt sollte nicht mehr so viel rauschen. Hoffe ich. Weil wie gesagt, aufnehmen tue ich auf dem SC... 44.0 und jetzt für den Stream sollte das so klappen. So, jetzt, wie gesagt, erstmal dürfen alle rein. So, hier. Ich hau einfach raus. Egal. Zack. Zack, zack. Und dann gucken wir mal, was hier noch so losgeht. So anfordern. Genau, ich fordere natürlich auch an. Ja, genau. Wie gesagt, die ganze Zeit lag das Mic dann auf dem Rechner und da ist natürlich Rauschen vorprogrammiert, ganz klarer Fall. So, ich würde fast sagen, ich pushe alles. So, gucken wir mal, was hier. Ja, auf Twitch. So, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen was, was sonst noch nicht da war, weil sonst wird es natürlich auch ein bisschen langweilig, ganz klar. Will ja keiner haben. Erstmal gucke ich, ich schaue nochmal hier so ein bisschen hin, dass das auch wirklich alles, ja, der nimmt auf, also es müsste klappen. So. Tilo! Herzlichen Dank und dann geh bitte fertig. Ganz einfache Sache. Ganz easy, ganz easy. Brauchen wir gar nicht. Ich würde nämlich Folgendes machen gerne. Ich würde mit euch nicht in irgendeinen Clan springen, sondern in eure Clans springen zum Spenden. Weil, ja, wie gesagt, ich jetzt die dunkle Kaserne im Push habe und hau wirklich, ich hau Schweine raus, bis mein dunkles Elixier leer ist. Das ist mir total Banane. Ich hau raus, was das Zeug hergibt. Und dann, wie gesagt, schreibt ihr mir einfach mal eure Clans und springen wir hin und her. Also, wenn ihr das möchtet, wie auch immer. Da ist das gar kein Thema. Und dann können diejenigen, die dann eben gerade in dem Clan sind, dann natürlich auch Sachen posten in Bezug auf Verteidigungen, Angriffe und so weiter und so fort. Somit sehen wir einige Clans und können auch ordentlich was spenden und dann ist das, denke ich mal, eine ganz coole Geschichte. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die 1 Million Klicks auf YouTube. Wer mich nicht kennt, Gusor in YouTube, da geht's los. So, ja, hier, fangen wir gleich mal an hier mit Stormbreakers.
Gucken wir mal, ob wir den so finden. Clan suchen, Stormbreakers, zack. Welcher da ist dein Clan? So, zack. Und dann ist das wirklich so hin und her springen und so weiter und so fort. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob der Clan low ist oder nicht. Kommen wir trotzdem gerne rein. Und dann, wie gesagt, eure Angriffe teilen und Spaß haben und wie auch immer, jede Menge kranke Sachen. Wie immer. So, schauen wir mal. Ja, Elotrix, ganz genau, sehe ich nämlich auch so. Also wieder mal so ein Internet-Gangster, ganz genau. Nee, aber wie gesagt, also ihr müsstet es auch bei dem heutigen Video gesehen haben. Die, die es schon gesehen haben, ist jetzt wirklich schon so, dass man sagen kann, okay, jetzt bin ich, denke ich mal, in der, in Anführungsstrichen, oberen Liga angekommen. Das ist wirklich gut zum, ja, wie soll ich sagen, also sprich auch mit Mike und sowas gut zu hören ist und sowas. So, ja, alles groß ist schön und gut, aber... Hier eventuell. Gucken wir mal. Ja, ist auf jeden Fall ein Deutscher. Gucken wir mal. Clankürzel, das ist ganz einfach. Das kriegen wir doch ganz ohne Probleme hin. Und dann. Ja. Alles groß, Stormbreakers. Es wird auch Stormbreakers öfter groß geschrieben. Ganz oben ist auch noch einer. Ja, der ist hart, hat aber nur einen Teilnehmer gehabt. Bin ich der Meinung. Gucken wir mal, wenn wir hier nochmal zurückgehen. Hier einer, das ist unrelevant. Und dann schauen wir nochmal, was wir hier sonst. Dann ist der hier. Ich denke mal, das dürfte der hier sein. Ja, viel mehr gibt es ja nicht. Muss der ja sein. Und dann noch mal eine kurze Sache. Ich will mich auch mit dem, mit diesem Hin und Her, wie auch immer, da nicht zu sehr aufhalten. Ich habe das ja beim letzten Mal gesehen. Das ging gar nicht. Also, Anfrage, ja, das und das funktioniert oder funktioniert nicht und wie auch immer und fertig. Weil die anderen möchte ich auch nicht so lange warten lassen, ganz klar. Ja, wie heißt er im Spiel? Ist es überhaupt der Clan? Ist das der richtige? Weil ich will jetzt nicht in irgendeinen Clan gehen und dann heißt es, nee. Oh, Brennerchen hat schon wieder angefangen. Ach Mann, der hätte sich doch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Gucken wir mal. Ja, das ist der richtige. Okay, dann gehen wir da mal rein. Dann gehen wir hier raus. Verlassen, zack, zack. Und dann gehen wir in den anderen rein, in den Stormbreakers. Und dann haben wir dort die 26, zack, dann sind wir da. Hallo, hier sind wir. Zack. Und dann, wie gesagt, wird gespendet, bis der Arsch platzt. Und dann ist jeder zufrieden, denke ich mal. Und. Dann passt das. Wie gesagt, ich werde noch nebenbei dann nochmal ein bisschen Angriffe machen, weil ich halt eben noch meine Mauern ein bisschen weitermachen möchte. Ich hoffe, das klappt. Also mittlerweile sind die schon relativ weit oben. Was heißt relativ weit oben? Aber ich habe von der Menge her schon relativ viel. Gucken wir mal kurz nochmal rein, ob sich da nochmal was geändert hat. Und zwar alle löschen. Zack. Ja, 8 brauche ich nur noch. Dann bin ich komplett auf 8. Und dann ist es cool. Mach mal Pokis runter. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin da außen vor. Und werde ich jetzt angenommen? Ja, dann erstmal jemand anders. Wirklich. Dann erstmal jemand. Ah, okay, jetzt. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, so, Help, ja, kriegen wir hin. So, der Usua ist da. Ich spende und wenn ihr gute
Angriffe habt. Her damit. So, zack, gucken wir mal. Dann gibt es hier wieder ein bisschen was an Schweinchen, die gespendet werden wollen. Kann man, ja, ich denke mal, ein Schwein geht immer. So, brauche Verstärkung, kriegen wir hin. Hier wird dann wieder levelmäßig, megamäßig was abgehen, wenn ich wieder ohne Ende springe. So, gucken wir mal. Ich gehe mal von unten anguckend. So. Läuft bei mir. Gucken wir mal, was bei Mirko läuft. Ja, mit dem Troll. Oh, sehr geil. Das läuft echt bei ihm. Das ist natürlich echt eine Nummer. Ja, mit dem Troll auf jeden Fall wäre nicht so schlecht. Das hat mir nämlich auch sehr gefallen immer. Ja, freut sich der Gusor. Nee, also ist echt cool. Ja, wie gesagt, alle, die neu sind, die so nur bei Twitch vorbeischauen, lasst euch das auch gerne von den anderen im Channel erklären, beziehungsweise im Chat. Die sind alle ganz, ganz nett und die tun keinem was. Die erklären euch auch gerne was. Also wie gesagt, ich bin der Gusor, habe einen YouTube-Channel und habe die 1 Million Klicks geknackt. Und das soll jetzt mein Special dazu werden. Wie gesagt, ich bin ganz vorsichtig, ich probiere es aufzunehmen. Ich habe die extra Tonspur und so weiter und so fort. Ja, ein bisschen läuft der Stream schon. Also ich werde danach auch kein Video machen. Ich gucke mal, ob ich den dann teile oder wie auch immer. Mal gucken. Ich hoffe es, aber du kannst gerne. Checks sind, werde ich nicht machen erstmal. Wirklich, es geht wirklich ums Spenden und ums Anschauen der Angriffe. Und dann ist Check erstmal nicht drin. Der war gar nicht schlecht, der war gar nicht schlecht. So. Der war echt KLM. Gucken wir mal, was KLM so raushaut hier. Ja, geht auch, ist auch nicht schlecht. Ist auch ganz nett. Ich kriege Nachrichten. So, ja, ich kriege ein paar mehr Nachrichten. Ja, und Brennerchen ist online. So, die Nachricht habe ich nämlich auch bekommen. Und das war doch auch ganz, ganz in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch was haben. Ja, ich mache selber noch einen Angriff auf jeden Fall. Das machen wir jetzt mal kurz. Aber wie gesagt, da werde ich jetzt auch nicht so megamäßig mich jetzt hier Verausgaben suchen und sowas, sondern wenn ich hier jetzt irgendwie was habe, was halbwegs geht, dann rein und fertig. Also hier wird nicht, wer weiß, wie viel Zeit verblasen. Schauen wir mal, was da geht. Nee, da ist nix. Wie gesagt, ist natürlich immer doof, wenn man es nicht skippen kann, wie bei YouTube. Das ist natürlich da an YouTube echt richtig cool dann. So. Ja, die 1 Million Klicks, die haben wir seit ungefähr einer Woche, glaube ich, ist das. Und das ist schon echt richtig, richtig, richtig fett. Und da muss dann einfach auch mal ein bisschen was kommen. Guckt mal, hier, ich habe ja, wie gesagt, die Schweinchen. Ich würde sagen, die Schweine haue ich hier raus, weil bombentechnisch wird hier nichts Großes sein. Gucken wir mal hier. Ja, na, sieht da mal, ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen. Gucken wir mal, was hier noch. Einfach, dass wir schon mal so ringsherum schon mal ein bisschen gucken. Und dann würde ich die Schweine losspringen lassen. Mal gucken, was hier läuft. Nee, die Kobis noch nicht wirklich, aber gucken wir mal. Ich habe auch kein Heal-Spell, aber ist ja auch vollkommen Banane. So, dann das Gold auf jeden Fall und das andere sollte natürlich auch noch machbar sein. Mal gucken, was ich gespendet gekriegt habe. Ich gehe mal ganz vorsichtig hier ran. Ja, das Gold da, das Dunkle ein bisschen holen noch. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig wäre mir eigentlich noch das Gold. Das wäre ganz schön. Nun gebt euch mal ein bisschen Mühe, ihr Bogies. Das kann ja nicht sein hier. Ja, rennt mal alle schön dahin. So, na, der Minenwerfer. Na ja, okay. Das sollte passen. Ja, genau, da holen wir uns noch. Genau, das war ja einfach die Aussage, die ich eben haben wollte. Ich will das Gold halt und dann passt das.
Ja, zuerst sitzen sie alle da rum und nichts passiert. Und dann auf einmal hat man hier irgendwie 95%. Na, herzlichen Dank, ey. Das ist ja auch schön. Aber der Rest wird, denke ich mal, nicht zu holen sein. Das werden die paar Bogies nicht mehr. Ach, ich will es nicht in die Länge ziehen. Gerne. Klar, ja, Marc, kriegen wir hin, gerne. Das passt, denke ich. Und wie gesagt, ich probiere es, wie gesagt, aufzunehmen. Nicht böse sein, wenn es nicht klappt. Das ist dann nun mal nicht anders. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Und dann würde ich das eben in einzelnen Steps bringen. Mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. So, gucken wir mal. Weiter geht's. So, ja, ey, hier, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Ich will gar nicht mehr. Ich meine, jetzt wird es mir eh nicht geklaut, weil ich online bin. Aber ich will die nächste Mauer in eurem Beisein auf 8 bringen. Haben wir hier. Jetzt haben wir nur noch 7 Mauern, weil das ist dann wirklich schon so. Oh, okay. Läuft. Passt. Ja, nicht mein Gamer, ja. Aber ich habe hier im Hintergrund, habe ich jetzt, ich weiß nicht, für die, die es selber auch machen, ist vielleicht ein bisschen interessant. Ich habe mittlerweile jetzt hier auch noch Audacity zu laufen. Mit denen haue ich eben den Ton von dem Studio-Mikrofon rauf und dann eben, ihr hört mich über mein normales Mic vom Headset. So, ansonsten denke ich, ist das schon eine richtig coole Sache. Ihr habt es ja jetzt denn im letzten Video gesehen. Und dann eben ohne Headset, das sieht schon ein bisschen ansprechender aus, finde ich. Läuft bei mir, hatten wir. Loot ist heute shit. Nein, brauchen wir uns auch nicht angucken. Gucken wir mal, weil Loot ist shit, brauchen wir nicht sehen. Hier ist nichts weiter. Mukasi. Gucken wir mal, was Mukasi. Ah, kommt. Nee, das ist. Ach so, war eine Verte Sorry, war eine Verteidigung. Jetzt gerade gesehen. Gucken wir mal. Plus 25. Hallo. Gern. Prive out. Die sehen wir immer gerne. Ich. Zu dir in den Clan. So, dann einfach die Frage halt, wie gesagt, also da ist einfach so, das würde ich euch gerne zeigen, wenn hier wirklich noch einer dabei ist, der hier jetzt so ein Mega-Ding hat. Dann sag Clan Kürzel und mach Pokis runter. Gucken wir mal. So, dann sind wir da. Naja, ja klar, ist natürlich eine komische Sache, dass der dann sogar noch gewonnen wurde. Aber ich sag mal, geradet wurde er ja, auf jeden Fall. Na, ich bin gerade. Du siehst es ja, sage ich mal, Hamster. Du siehst ja, was gerade momentan los ist. Viel ist nicht los gerade. Aber so ist das halt. So. Nee, wie gesagt, Check ist erstmal momentan nicht. So, dann rennen wir wieder raus. Zack. Beziehungsweise ich. Ich weiß ja nicht, ob da noch mehr dabei sind. So. Da bin ich. Zack. Und dann. Genau. Dann wird jetzt gespendet. Ah, Magier. Okay, habe ich jetzt nicht. Ich mache noch voll. Und fertig. Hallöchen. Chodka, richtig? Irgendwie sowas war das da. So. Wer will Max Schweine? Gucken wir mal. Wie gesagt, ich hau raus. Gar kein Thema. So, dann gucken wir mal, was Chodka hier für uns bereithält. Oh, ist gar nicht so weit unten gewesen, ne? Da ist er. Gucken wir mal rein.
Nee, höchstwahrscheinlich werde ich heute echt nicht checken. Werde ich zeitlich nicht wirklich rauf auf die Reihe kriegen. Ich muss dazu sagen, beim letzten Mal wurde ja ordentlich gecheckt. Cooles Ding hier mit. Oh, nice. Oh, die Magier. Oh, die Magier sind immer so bäm, mitten ins Gesicht. Aber hast du auch Glück gehabt, dass die hier wirklich keinen Flächenschaden hatten, dass das wirklich hier so Einzelschaden war? Und ich wollte schon sagen, wo sind die Golems hin? Alter Falter, alter Verwalter. Das ist schon ganz schön kranker Shit, oder? Also. Und zack, Rathaus ist down. Und dann weiß man aber immer noch, naja, ich meine, viel Loot zu holen war ja nicht. Ist ja nicht so, dass es da so sein sollte. Cool, mein Gamer TV, wenn ich helfen konnte, einwandfrei, super. Ja, genau. Pusher, du hast sowas von recht. Ja, ich will auch die 25er Queen. Ich würde jetzt gerne einfach mal zack, Steuerung C und Steuerung V bei mir. Ich habe die 25er Queen. Das wäre schon ziemlich geil, auf jeden Fall. So, spenden tue ich gleich noch, klar. Und wenn ich nicht falsch bin, wurde die auch noch nicht geraged. Jetzt wird sie geraged. Und dann sogar noch zwei Sterne ist natürlich dann schon echt eine richtig geile Nummer. Ab Level 5 sind die Magier. Na, genau. Stahleisen sehe ich ganz genauso. Ab Level 5 ist das auch so, dass die wirklich auch was aushalten. Das ist die nächste Sache. Vorher, ach naja, wir pusten mal gleich um hier und fertig. Genau. Wenn ihr was schreibt, ist es auf YouTube und Twitch. So, zwei Hecken. Tut mir leid. Steph, ja, da hat jemand anders. Sehr gut. Läuft bei ihm. Das ist natürlich cool. Nee, Feuerwerk habe ich nicht gekauft, aber ich werde das mit meiner Drohne aufnehmen. Von oben. Also Feuerwerk von unten kennt jeder. Lame. Kann jeder. Kann jeder. Nein, Feuerwerk von oben. Junge. So sieht's aus. Und das reißt dann schon richtig gut ab. So, haben wir. Will noch einer Schweine? So, gucken wir mal. Mein Gamer gerne. Wie gesagt, also wenn ihr richtig gute Dinge habt oder wenn ihr sagt, ey, kommt, für ein Special hauen wir mal einen Angriff raus. Kein Thema. Wenn ihr gutes, wirklich gutes Zeug habt, das wäre jetzt wirklich schade. Ich komme in Dings rein. Ja, schade. Und das wäre doof. Okay, dann gehe ich erstmal weiter. Danke. Hotgar. So. Zack, das passt. Den liefern wir. Wer ist der Nächste? Weil, guck mal, ganz ehrlich. Burgencheck, Clancheck, wird immer geguckt. So, genau. Hashtag so. Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Baumclan. Gehen wir mal. Oh yeah, läuft ja richtig bei euch. 32 Tage. So, ich hau hier mal schön rein. Gucken wir mal. Ja, hier 100 Mauerbrecher. Ja, sehr geil. Da müssen wir mal kurz. Keine Sorge, es ist kein Leck. Keine Sorge, kein Leck.
Guck mal, was hier rumläuft. Da denkst du, das sind Ameisen. Aber der ist mal echt ein guter. Also, weil ich habe mir schon andere angeguckt mit 100 Mauerbrechern und die liefen schlechter. Also, der lief gar nicht mal so verkehrt. Ja, schade, die letzten bisschen schade. Weil nämlich, wenn man dann die Mauern weg hat und die dann wirklich anfangen, die Gebäude anzugreifen, bäm, da hast du gewonnen. Mal gucken, wie lange der King das aushält, aber ich denke mal, der kann ein bisschen was ab. Jetzt wird er geraged. Zack, immerhin sogar noch das Rathaus gesnackt. Läuft bei dir. So. Welcher ist der nächste Clan? Wie gesagt, wenn ihr gute Videos habt, ich bin nebenbei noch mal kurz am Angreifen. Und ansonsten gute Videos habt, rein damit, beziehungsweise sagt mir Bescheid, wo ihr sitzt, wo ich euch besuchen kann. Und dann wird da vorbeigekommen. Dann werden ein paar Schweine dagelassen, gar kein Thema. Und dann passt das. Ich hoffe, beziehungsweise ich versuche es beim nächsten Mal auch früher anzukündigen mit dem Stream. Aber ihr wisst ja selber, ist immer ein bisschen schwierig, sowas. So, wenn es mit dem Video klappen sollte, dann sage ich hier schon mal den ersten Cut. Wir sehen hoffentlich den Rest noch auf YouTube. Und dann, ja, bis dann. So, geht natürlich weiter. Hier jetzt der nächste Teil vom Stream. Flüsterfeuer wird auch geguckt. Kleinen Moment. 18k. What the fuck, Alter? Okay, lag ich wieder ein bisschen daneben. Ist natürlich ein bisschen doof. Dann brauche ich erstmal ein bisschen Gold. Das heißt, also ich muss jetzt einfach irgendeinen angreifen, um ein bisschen was Gold zu bekommen. Keine Mauerbrecher. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin. Kein Thema. So, zack, hier machen wir auch nochmal eine Anfrage. Und dann machen wir nochmal einen Angriff. Viel darf ich jetzt aber nicht. Ja, aber 31, oh, ganz ehrlich, 31k, da brauchen wir nicht anfangen. 21k, na herzlichen Dank. 31, nee. Also. Ja, schön, das wird ja immer besser. Naja, komm, hier. Kobolde for the win, also das ist ja nun. Das ist nun eher nicht so toll. Wollen wir mal einen Hunderter machen? Ich hätte noch ein paar Schweine. Oh nee, das ist ja arg böse. Das darf man ja eigentlich keinem erzählen. Aber ey, wen interessiert's denn? Es ist doch einfach mal der Spaß, der zählt, oder? Und der Spaß zählt. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. So. Ja, ich nehme die Base auseinander. Juhu, ich bin der übelste Smasher. Juhu. Und alles für 8k. Ja. Ich hätte nicht mal alles smashen brauchen, aber egal. Ja, von Blieben kommt ein guter Einwand. Ein 300k-Raid mit dem Rathaus 3 Angreifer. Das ist natürlich schon ziemlich nice. Gucken wir mal. Ich mache hier schon mal. Wir haben wieder 19k. Mann, oh Mann. Das ist ja nicht auszuhalten. So, gucken wir mal. So, was haben wir hier noch? So, das. Und dann hoffe ich mal, dass ich, wie gesagt, mit meinen 2, noch was Millionen dann langsam mal wieder rauskomme und die Mauerbrecher dann bauen kann. So, jetzt haben wir hier aber Blim. Der möchte uns gern einen Angriff zeigen. Erstmal gibt es hier Verstärkung, natürlich. Ich denke mal, der kann alles gebrauchen hier. So. Jetzt schauen wir, klicken wir mal ganz nach unten, falls hier wer weiß, was ist. So, Magier Power, ach, gucken wir mal rein. Wenn es gut ist, dann passt das. Ja, 50 Magier auf Level 5 ist auch nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Vorsichtig angefangen. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ja klar, da kriegt er natürlich gut ins Gesicht, wenn natürlich zwei mit Einzelschaden da sind, klar. Aber
vorsichtig angefangen und dann kann ich mir gut vorstellen, richtig gespammt. Genau. So wie sich das gehört. Und dann sogar noch ein Heal mit bei. Na, wie gesagt, bei Level 5 lohnt sich das langsam. Und die Magier sind drin und schon hat man gewonnen. Dann ist natürlich klar, die nehmen dann alles auseinander. Fünfte Bauhütte habe ich noch nicht mal, aber gut, bin ich auch ganz ehrlich jetzt nicht neidisch drauf, muss ich ehrlich sagen, weil momentan habe ich eh so viel am Start da. Da gibt es zwei für dich, bitteschön. Gucken wir nochmal. Also, wie gesagt, mit den Find den Fehler, das mache ich gerne. Das find ich sehr gut. Magier Power haben wir hier. Dann RFFG. Hier seht ihr auch eben halt klar Minen und Sammler komplett leer. Das heißt also wirklich, man muss nach drinne. Hier kann man komplett lassen. Man kann also wirklich von einer Seite angreifen und sagen, komm, jetzt machen wir mal platt. Und dann geht das gut. Gucken wir mal. Ah, jetzt sogar noch hier den Heal. Und wenn sie sich dann in eine Weile im Heal befinden, ist das natürlich eine coole Nummer. Ja, da war die Bombe natürlich vollkommen Banane. Ganz klar. Da waren. Also, das. Ja, wie soll ich sagen? Truppentechnisch war das hier schon eine richtig geile Nummer. Mit den Riesen mit dabei war echt eine coole Sache. Da kann man nicht meckern. Also das ist schon echt gut gewesen. Und knapp 300k, was will man mehr? Alles gut. Das ist in Ordnung. Das wollen wir sehen. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Zack, zack. Hier, weiter geht's. Ja, finde den Fehler. Der ist nicht schwierig zu finden. Da würde ich ja schon fast mal sagen, da wäre ich ja mal ganz spontan hier angefangen. Aber läuft bei ihm auf jeden Fall, läuft bei ihm richtig. Und das sind dann eben so eine Sachen, wo man, ja, so, genau, sogar noch hier, oh komm, die Pukis schenke ich ihm noch, genau. So, jetzt werde ich erstmal spenden hier. Etwas auf 5. Jo. Kriegen wir hin. Ach, man hat gleich zwei Dinger hier, ja? Annie, ja. Annie ist cool. Egal, aber ab Level 5 kriegen wir auch hin. So, jetzt gucken wir mal. Ballonbauer. Genau, jetzt kommt der Ballonbauer. Schauen wir mal, was hier geht. Wie du sagst, ey, sehr geiler Shit. Was macht er? Was macht er? Er sagt sich einfach, hey, ich hab doch die CB. Da habe ich doch ein paar Ballons drinne. Ist doch alles easy, oder? Warum sollte man denn einfach mal seine Truppen wasten? German. But English is okay too. So, und ja, wäre ja nicht der erste englische Teilnehmer in unserem Stream. Nee, heute nicht, Pekka. Weil, wie gesagt, da kommen wir heute sonst zeitlich nicht so ganz hin. Ich denke wirklich, dass mit den Angriffen ist heute jetzt so Maß aller Dinge. Das sollte Priorität haben. So. Schauen wir mal. Ah, der nächste Angriff dauert noch ein bisschen bestimmt, aber das ist ja nah. Da haben wir wieder Schweinchen hier. Ja, die werden auch mal weniger hier. Das dunkle Elixier wird weniger. Aber wie gesagt, ist ja für einen guten Zweck. So. Das heißt aber Me Too. Ach so. Ja, von Korf ab. Okay. So, dann hatten wir das hier. Ballonbauer hatten wir. Und dann kommt nur noch. Schade, dass ich keine Kobolde mit bei hatte.
Alter, nice. Alter, nice. Das ist, und das ist aber auch ein, das ist ein Aufbau, den man wirklich sehr selten sieht, so in der Art. Weil er komisch ist, na klar, aber ja, also für Inaktive ist es natürlich gut. Die kriegen natürlich dann nicht immer so ganz schnell einer über die Mütze gebraten. Aber klar, schön Riesen mit drinne und dann Riesen einmal rum und fertig. Alter, was? Alter, was? Das ist. Oh, da hätte ich mir. Ich hätte mich jetzt leicht verarscht gefühlt. Ich hätte jetzt leicht die Tastatur genommen und alles kaputt gehauen. Das wäre kacke gewesen. So. Zack. Jetzt geht's weiter. Noch eine. Schick. Clan-Kürzel. Dann komme ich vorbei. So, gucken wir mal, was hier geht. Ist ein Angriff, der von Blim verteidigt wird. Gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal hier. Oh, da hat einer ein bisschen Schwein gehabt. Ja, leicht, aber nur ganz leicht die Tastaturen. Aber obwohl, das ist auch so eine Billigtastatur, aber ich zeige euch die mal, wenn ihr die noch nicht gesehen habt in dem Video. Mehr kann ich. Ah, scheiße, jetzt bin ich gegen den Monitor gekommen. Fuck, ey. Scheiße, wartet. Moment. Er Bild aus. Ihr seht nämlich das Bild noch. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Hoho. So, und du hast keinen Clan. Okay, dann kann ich leider nicht helfen. Ich habe nämlich sogar noch das Clan-Kürzel drin. Sehr gut. Wenn es denn das Richtige ist. Jo. Passt. Dann gucken wir mal, was hier so geht. Und wie gesagt, wer noch gespendet kriegen will im Clan, darf gerne schreiben, hier bitte zu mir kommen. Gar kein Thema. Also wie gesagt, meine Maus ist Logitech 3 € noch was. Und ich habe die sogar zweimal, weil ich mit beiden Händen mache. Nein, also auf dem anderen Rechner genauso, weil die echt gut war. So, machen die Schweine von Level zu Level. Schweine bringen meiner Meinung nach nicht mehr so viel wie vorm Update. Ja, das kann man immer nur noch sagen. Immer wieder. Und ja, das ist nicht so dolle. Mach nochmal Anfrage. Dann mach ich voll. Wenn wir denn schon. Naja, 5 Minuten, ja, geht leider noch nicht. Hat da wieder jemand Spaß dran, sich kicken zu lassen? Könnte sein. So. Nee, dann erst Ding. Ja, dann. Dann erst King, ganz klar. Das ist ganz klar. So. Kommt jetzt dann auch noch einer? Gucken wir mal, kleinen Moment. Korf ab, kommst du? So. Ja, was denkt ihr, wie lange der Push noch geht? Also ich bin echt gespannt und ich finde es richtig geil, dass die das wirklich so lange den Push wirklich für uns zur Verfügung gestellt haben. Richtig, richtig geil. Okay, dann nicht. So.
Ja, kriegen wir hin. Julien oder Julian, kriegen wir hin. Kein Thema. Gehen wir rein. Zack, zack. Weil das ist eine eindeutige Aussage. Zack, da sind wir. Da gibt es Truppen. Zack, zack. Will noch Truppen. Zack, wird einfach. Hier ist ja auch nicht wirklich was los. Gucken wir mal, was hier war. Ja, ich hoffe auch bis Neujahr. Das wäre richtig mega geil, wenn da bis Neujahr richtig Power losgeht. Okay, also ich hätte die ja jetzt nicht unbedingt geteilt, aber gut. So, jeder wie er es braucht. So, gucken wir mal. So, mir egal. Kein Thema. Noch jemand? Truppen? Weil wie gesagt, ich besuche jeden, gar kein Problem. Kriegen wir alles hin. Gar kein Thema. Wie gesagt, ihr habt mir 1 Million Klicks gegeben, dann kann ich euch auch noch mal kurz besuchen und da irgendwie was spenden. Da reiße ich mir absolut keinen Zacken aus der Krone. Also sowas von absolut gar nicht. Dann können es auch mal Schweine sein. Nice, das Auto. ja, ein Kumpel von mir hat den S4. So, kein Problem. Wer möchte jetzt? So, zack, das passt. Ich glaube, ich gehe gleich wieder angreifen. So, na, ach, Ausrufezeichen geht gerade nicht. Warum auch immer. So, jetzt geht's. So. Ah, kann er erst in 4 Minuten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eder Barbo, gucken wir mal kurz rein hier. Ah, da ist aber mit Meister 2 schon mal richtig gut dabei, Alter. Auf Level 74. Respekt, Eder Barbo. Nice Aktion. Willst Schweine? Zack, gucken wir mal. Und dann gehe ich zu X-Ray danach. Aber vorher X-Ray. So, zack, Spenden, Schweine. Okay, dann sind wir hier raus. Verlassen, zack. Dann geht's jetzt erst zu Musketiere. Musketiere gibt's jetzt nicht so viele. Und er heißt X-Ray, da ist er. Und dann, wie gesagt, geht's auch mal in meinen Stammclan. Nochmal nebenbei, jetzt wird der nächste Cut gemacht fürs Video. Hier ist Schluss. Tschüssi. Und da sind wir wieder mit dem nächsten Teil. Wenn es denn klappt. Wie gesagt, wenn. Alles so. Wer will Truppen? Ja, nee, nee, das habe ich schon mitgekriegt, X-Ray. So weit habe ich das dann schon mitgeschnitten. Wie gesagt, wer will Truppen, habe ich ja gefragt. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. So, zack, kriegen wir hin, gar kein Thema. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so an Angriffen drin haben. X-Ray hat er eingeteilt. Ja, ich hoffe, der Ton wird aufgenommen. Also, Audacity sagt, ja, ich nehme den Ton auf. Aber wie gesagt, ich bin noch ganz vorsichtig. Also, ich hoffe, dass es klappt, aber.
Gucken wir mal hier, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Für X-Ray. Schon mal außenrum alles leer geputzt. So, gucken wir mal, was hier noch ist. Den brauchen wir nicht angucken. Das ist eher chillig. Auch nicht wirklich. Ja, das sind alles so eine Sachen, die würde ich jetzt nicht wirklich posten und die möchte ich euch auch nicht antun, weil ein normaler Angriff, den jeder kennt, sage ich mal, das sollen dann schon wirklich geile Dinger sein hier. War nicht vorbereitet. Na, gucken wir mal. Ja, aber immerhin. Aber auch wieder, ihr seht die gleiche Anzahl, somit wisst ihr alles in den Minen und Sammlern. Alles. Alles. Genau, dann hier wäre noch was gewesen, aber alles cool. Passt. Naja, wie gesagt, die Facecam, das mache ich ja mit dem Rausschneiden, macht ja dann Camtasia. Und das kann ich ja jetzt momentan nicht machen, weil ich ja jetzt nicht über Camtasia das nehme. So, Riesenangriff ist fertig. War aber leider nicht wirklich gut. 67%, ey, immerhin, immerhin. So, ich mache jetzt auch nochmal kurz einen Angriff. Das lasse ich mir ja nun mal nicht nehmen. Und. What, Alter, 20k. Dafür bin ich runtergegangen. Hey, alles cool. Keiner erzählt was. So, wo kriege ich dieses scheiß dunkle Elixier? Da ist was. Da ist was. Und ihr seid dabei. YOLO, Bitches. So, kleinen Moment, kurz überlegen. Nee, da würde ich sagen, King, drauf geschissen. King und schön den Magierturm platt machen. Hier genau dasselbe, dass der sich gar nicht um den King kümmern kann. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch Schweinchen. Ja, kommt hier, egal, Schweinchen von hier. Und dann jetzt mal hier mal YOLO-mäßig richtig abgehen. Oh, das ist natürlich geil beim Stream. So einen kranken Loot zu haben. Ja, yeah. Wer ist der Gusor? Wer ist er? Yeah. So, jetzt wo? Stopp, na, kleinen Moment. Also es ist noch ein bisschen was im Dunklen drinne. Kleinen Moment, den muss ich kurz ragen, sonst wird das gar nichts hier. Aber viel ist auch nicht mehr da. Der King ist down. Jetzt kurz gucken. Ah, das war natürlich megamäßig Glück, ganz klarer Fall. Aber ja. Das war schon ziemlich lecker. Das war schon ziemlich lecker. Aber da kommen wir nicht mehr hin, das ist ganz klar. Also da brauchen wir nicht irgendwie rumdiskutieren. Machen wir noch die 50% und dann ist das auch gut. Obwohl, hey, es waren ja doch noch. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Ich wusste nicht, dass ich noch so viele Bogies habe. Dann gucken wir mal, dann geben wir der Sache nochmal eine etwas größere Chance. Das war mir jetzt absolut nicht im Klaren. Hier kommen, dann hauen wir den hier noch weg. Ist doch vollkommen egal. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen dichter ran. Und wenn nicht. Ja, er ist wieder happy, natürlich. Aber das, ich meine, das ist natürlich auch eine ziemlich geile Scheiße. Ich meine, das waren irgendwie jetzt 3K Dunkles. Das hat man auch eher seltener. Aber ja, ist halt special. Ist halt nicht so wie immer. So, jetzt machen wir kurz noch den King Platt hier. Hat sogar noch eine 10er Mauer hier nebenbei, wa? Hat der Junge mal ein bisschen gejammt, wa? Würde ich sagen. Da passt ja auch alles nicht so ganz zueinander. Ja, komm, 2,6K. So, zack. Ja, ist der Guss mal ein bisschen aus dem Häuschen, auf jeden Fall. Alles geil. Ja, und dann, wie gesagt, dann noch ein bisschen mehr und dann könnten wir eventuell die nächste Mauer noch upgraden. Hondo ist auch dabei, cooles Ding.
Achso, ihr schaut gerade den Stream nicht. Oh, da hast du auf die Finger verdient, Hondo. Hondo, dann gibt's was auf die Finger. So, zack. Und dann wollte ich jetzt, genau, dann ging es mir jetzt darum, dass ich X-Ray hatte ich ja schon. So, dann geht's weiter. Jetzt geht's wieder in Gusor Elite. Gucken wir mal rein. Zack, zack. Und streame gerade. So, passt. Die sollten mich auch gleich reinlassen. Bin ich heute doch echt gerade nicht reingekommen, ey. Leige Boss, Musketiere. Nee, haben wir die Anfragen, brauchen wir nicht. So. Drache. Nee, hier irgendwas kriegt auch Verstärkung. Kriegen wir hin. Was hier sieht's, da ist man es gewohnt, dass man so eine Sache spendet. Ich hau jetzt einfach mal, Luke. Ich glaube, du bist mir nicht böse, wenn ich dir jetzt mal was anderes reingedrückt habe. Drache, nee, Drache habe ich leider nicht. Ja, ich nehme auf BZW Stream. Ich fange unten an. So, jetzt sind wir gespannt, was hier geht. Gucken wir mal. Irgendwas, das ist immer cool. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. So, kleinen Moment. Also Golem hier gerade im Rage. Und jetzt gucken wir weiter. Und auch nicht nur im Rage, sondern im Rage gesprungen. Also Jump und Rage. Ja, da ist natürlich eine Riesenbombe total Banane. Das ist ganz klar. So, und hier guck mal, was der hier wirklich einstecken kann. Glück gehabt, dass der eine Inferno komplett down war, dass der ja gerade im Bau war wohl, weil voll war er, also muss er ja im Bau gewesen sein, geht ja nicht anders. Und das ist natürlich richtig geil. Klar, die ersten paar Punkte gab es natürlich alleine schon wegen dem Rathaus draußen. Aber jetzt kommt noch definitiv der zweite Stern. Magierturm geht down. Und dann sollte hier. Oh, die konzentrieren sich alle schön auf den Golem, beziehungsweise Golemse vielleicht noch. Und dann kann die ja noch geraged werden und alles ist safe. Alles ist safe. Das sollte alles noch klappen hier. Die können sich ja noch teilen, bin ich der Meinung. Na, obwohl, das sieht schon sehr klein aus hier. Aber das passt ja 52%. Und dann wurde noch die Queen zu Boden gekloppt. Dann passt das auch. Kloppe gibt es immer wieder. So und zweieinhalb war das doch mit dem Elixier, wenn ich nicht ganz falsch liege. Schweine werden wieder gespendet, klar. So, zack. So, ich guck gerade noch mal rein. Ich bin der Meinung, das waren 2.250.25.000. Okay, kann ich dann also auch gleich machen. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen spenden. Nee, tut mir leid, Drache habe ich nicht. So, weiter geht's mit Glück, Hypogeag. Mit meinem Elixier, ja, habe ich gerade gesagt. Also Mauerbrecher wird jetzt. Gucken wir mal, ob der Luke vor oder Luca da Glück hat.
Schauen wir mal. Was wir hier haben. Na, jetzt wird es langsam teuer. Wenn die jetzt durchkommen, dann wird es ein teurer. Ja, dann merkt man auch ganz schnell, oh, aber hier ist eben noch gut vorgesorgt. Hier, das dauert jetzt. Das dauert jetzt und das ist natürlich Zeit, wo Lukas Truppen sich natürlich nochmal sammeln konnten und dann den Kubis nochmal richtig auf den Sack geben konnten. Das war hier, klar, gegen die Bogis konnte er natürlich nichts machen. Aber die Mauer hat ihm einfach mal den Arsch gerettet. So sehe ich das. Und deswegen mal relativ viele Mauern und dann passt das. Dann ist das eine coole Nummer. Jetzt kommen hier die Barbaren, die sogar noch geheilt werden. Das ist auch komisch, oder? Rennen erstmal schön am Minenwerfer vorbei. Das ist natürlich auch so eine Sache für sich selbst. Aber klar, für Luca natürlich eine coole Nummer. Nee, X-Ray. Ich mache keine Checks heute. Ich mache keine Checks heute. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Fast 3K Dunkles. Richtig geil. Da darf man natürlich gerne gucken. Ja, genau, klar. Knallhart da drauf und dann abziehen und fertig. Sehe ich genauso. Genau so. Und das sind wirklich knapp 3K Dunkles. Das kannst du als 3K verkaufen. Und dann noch was Gold mitgezogen. Dann noch hier in dem Bereich noch was Alex, wa? Na, nee, dafür werden die. Na doch, mit den Helden zusammen, genau. Und dann hat man da alles. Genau, ich greife wirklich damit noch nicht an. Also. Ich kann die auch, wartet mal, ich kann die auch da einpacken. Das soll mir jetzt egal sein, Clement. Und zwar war das, glaube ich, Position. Dann haben wir nach rechts und dann haben wir Position. Ja, soll ja nicht heißen, dass ich das nicht kann. Horizontal und jetzt wollen wir aber, Clement. Horizontal, Blödsinn. Vertikal und dann nach rechts. Position nach rechts. So, dann haben wir sie da. Hallo. So, jetzt haben wir hier noch rumgefrickelt hier. Weiter geht's. Fast 3K Dunkles hatten wir schon. Ja, wer ihn nicht kennt, das ist hier mein Clan. Guso Elite. Klar. Mit 27, da müssen wir hier mal genau rauf gucken. So grundsätzlich natürlich total unspektakulär, weil ja nicht viel gehen wird, ganz klar. Aber muss halt eben auch mal gezeigt werden. So ein One-Unit-Angriff. Naja, ist ja nicht mal One-Unit. Ja, aber das ist halt eben immer dasselbe. Guckt mal, da kloppen die Riesen drauf ein und da passiert nichts. Das ist halt eben wirklich immer dasselbe. Man muss wirklich die Kombination zwischen den einzelnen Sachen. Ich muss dazu mal sagen, ich habe ja jetzt die Hexe auch auf 2 schon eine ganze Weile. Und ich habe die, glaube ich, selber noch nicht probiert. Müsste ich auch mal machen, ne? Ich bin 28. So. Ja, also wie gesagt, die Hexen, das kann, die laufen so schön rum. Also wenn man wirklich Glück hat und die Hexen stehen gut, dann ist das richtig geil. Päcker auf 3. Ach, ja. Für die, die es nutzen, sage ich mal, mag das wirklich gehen. Bis wie gesagt, ich muss echt sagen, ich nutze die auch wieder nicht. Ich bin da wirklich so ein Nichtsnutz. So.
Mal gucken. Jetzt kommt Hamster. Alter, fetter Shit. Jetzt musst du abliefern. Jetzt musst du richtig abliefern. Ah, schade, nur Bogies. Da ist natürlich schade. Da hätte man richtig schön hier Go Wipe oder sowas reingedrückt. Belunien wäre, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Aber Lava Lunien eventuell. Aber auch 200k ist ja jetzt nicht wenig. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man sieht, boah, ich kann da richtig was. Es sind halt eben nur Bogies, ganz klar. Aber der hat ja auch komischerweise, war, also die Base ist ja schon relativ gut, das passt ja alles. Und dann hat aber die Queen auch bloß auf 8. Da sind ihm wohl die Gems ausgegangen, wa? Ja, genau. Und jetzt noch, klar, den wollte man natürlich noch haben, logisch. Ich meine, dann friss oder stirb. Ich werde auch eventuell bald Ende. So, weil wie gesagt, so tierisch, das ist auch einfach so eine Sache. Man sollte es nicht überreizen, nicht zu sehr lange, meiner Meinung nach, weil es dann wirklich so ist. Das muss mir auch mal persönlich super viel Spaß machen. Und seht ihr halt eben, wenn man wirklich mit mega viel Spaß dabei ist, hey, cool, richtig geil. Wenn man den aber nicht mehr hat, beziehungsweise wenn es dann so ein bisschen zähflüssig ist, dann bringt das, glaube ich, auch alles nichts. Weil, wie gesagt, nicht nur ihr müsst Spaß haben, ich muss auch Spaß haben, ganz klar. Kommen wir gleich. So. Ja, geil, der sieht doch auch schon ganz nett aus hier. Da hat der Aslan Koi richtig gut gerissen. Köy, sehe ich gerade. Schick mal Clan Kürzel. So. Ja, ich streame gerade. Komm, den kriegen wir auch noch rein. Alter, 4K auch wieder. Ah, und ah, da hat er. Da hat der. Sieht auch ein bisschen komisch angestellt. Weil das Ding kann richtig daneben laufen. Also da kann man als Angreifer auch mal richtig Glück haben. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Golem droppen oder sowas. Und dann sind da erstmal alle beschäftigt. Raus und dann blitzen. Nee, hast du nicht. Blitz hast du nicht, aber du hast einen Frost. Mal gucken, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, Elotrix kriegen wir hin. Die anderen einfach nicht annehmen. Ganz easy. Easy peasy. Komm, komm, noch das Dunkle. Komm, das Dunkle wollen wir noch sehen. Die Queen will das Dunkle. Die Queen will immer das Dunkle. Ah, sie ist schon geraged. Jetzt kommt, zack, 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 zack. Genau. Schön noch das Dunkle weggenascht. Bäm. Ja. Ja, der irgendwas, der hat es ein bisschen auf Tash. So. Zack. Bin raus. Bis gleich. Zack. Dann lieben wir hier erstmal wieder. Und dann gucken wir mal. Clan-Kürzel haben wir hier. Das ist natürlich auch ein geiles Clan-Kürzel. Da ist der Gusoa. So, wenn jetzt einer noch Truppen will, kriegt der Truppen. Bitte nur Päckerl. Ach komm, ich glaube. Das kann Nico auch ab. Ich glaube schon. Max Golem für CW. Okay. Alter, ihr habt ja gute Vorgaben hier.
Hallöchen. So, jetzt gucke ich mal unten, was wir hier so im Post drin haben. Gucken wir mal rein. Das war eine Verteidigung von Sally. Der wurde mit ein paar Magiern angegriffen. Das passt aber auch alles nicht. Das passt doch alles hinten und vorne nicht. Der hat Magier 6 und hat eine 1er Queen. Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Die waren nicht aus der CB. Sonst hätte die CB hier gestanden. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Ja, da wurde Zelly gut auseinandergenommen. Aber wenigstens war jetzt lootmäßig nicht so viel los. Da geht's ja dann. Aber das Gold ist alles weg. Gold is gone. Und jetzt wird da auch noch ordentlich das Alex gezogen, ey. So. Habe eh volles Goldlager. Gucken wir mal. Ach so, naja, okay, wenn es eh voll ist, gut. Dann ist halt die Frage, ob man dann überhaupt erstmal so einen Angriff grundsätzlich starten muss, halt klar. Klar, wenn man jetzt das Alex zieht, okay. Aber wir werden es gleich sehen. Ist a little bit laggy. Gehen wir mal auf 2. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, jetzt mit dem Rage, dann ja, dann kam doch noch ein bisschen was zusammen. So. Oh ja, ich merke langsam, ich werde wieder müde. Läuft, gucken wir mal. Moosfen oder Moosfen. Oh, das sieht auch ganz nett aus. 300k von beidem und Inferno aus, X-Bogen aus, der ist richtig inaktiv. Da kann man natürlich richtig gut ziehen, ganz klar. Und dann sogar noch das Rathaus schön draußen, das ist natürlich dann richtig geil. Verliert man nicht mal Pukis dabei. Das ist natürlich dann eine richtig coole Nummer. Loot von Nico. Jo, da kommt schon ordentlich was. Und hier, er hat auch schon gute Teslas, so ist nicht. Die sind die Sechser. Die hauen auch schon ganz schön gut rein. Aber klar, die Achter hauen natürlich abartigst rein, die splashen. So, da hat er noch die Siemer sogar. Und dann eine 34er Queen. Alter. Nico. Fett. Du hast eine 34er Queen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Junge. Sexy. Ich? Ja, sehr geil. Aber eben auch innenliegend. Muss man sich dann auch wirklich bewusst sein, dass man da rein will. Aber klar, mit Loons sollte das machbar sein. Ja, und dann schön die Minions schön alles aufräumen lassen. Auf jeden Fall. Einmal rüber, bitte, wa? Einmal ans andere Ufer. Mega. Richtig cooles Ding. Ja, das ist aufgeräumt. Das ist durch das Ding.
Da wurde die Queen nicht mal ansatzweise benutzt, sagen wir es mal so. Mega Loot. Gucken wir mal. Na komm, das müssen wir uns nicht geben. Den Loot können wir uns sparen. Mega Loot in echt, ja, dann gucken wir mal. Ja, das ist mega Loot. Auf jeden Fall. Schön gepusht und dann offen gelassen. Richtig kranker Shit. Schön gepusht und dann nicht abgezogen. Das ist natürlich echt. Nee, nur auf 2, das reicht. Oh, das ist natürlich echt krank. Und hier eben auch nochmal das Dunkle richtig schön weggerotzt. Und jetzt hier unten noch lang, genau. Hier unten noch schön reinblasen, dann noch die Helden rein. So gehört sich das. Immer schön in die Wunde rein. Natürlich, wo denn sonst drin? Hä? Klar. Richtig geil. Richtig gutes Ding. Sehr gut. Sehr gut, der Loot. Leider bei mir. Ja, das kann man auch manchmal haben, ja. Das kann man auch manchmal haben. Dradum. Mit Schweinchen. Oh, ich fange schon an zu gehen. Ich werde müde. Das ist dann zu Ende. Ich muss dann noch schneiden. Also da wird es dann. Jetzt wären es gerade mehr Zuschauer. Aber ich werde trotzdem was müde. Das bringt ja nichts. Gucken wir mal, ob hier jetzt echt der Mega-Loot geholt wird. Ah ja, das sieht schon fast so aus. Also Schweine erstmal Vorarbeit geleistet und dann noch 50 Kobolde. Die machen da natürlich richtig gut leer. Und dann, oh, 500k, das tut weh. 500k, Alex, das tut weh. Auf jeden Fall. Das ist nicht lustig. Und dann noch schön die Clanburg noch leer machen. Ah, das ist ärgerlich, auf jeden Fall. Der hat dich mal richtig gut ausgenommen, auf jeden Fall. Ich habe ganz vergessen, ich wollte ja eigentlich auch noch einen Angriff machen. Ich brauche ja noch ein bisschen was Loot. Leute. Ja, jetzt muss ich erstmal machen hier. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Ja, hier kommt hier, da nehmen wir kurz den Bonus mit. Das ist ja jetzt nun nicht so verkehrt. Und dann, schade, habe ich die Zauberspruchfabrik da verpennt irgendwie? Könnte sein. Das habe ich irgendwie so ein bisschen verschlafen. Na, nun kommt. Zack, okay, passt. Ein bisschen was da mitgenommen. Und dann geht's weiter. Nee, die sind am Machen. Ah, dann waren die wieder hier. Komm, Pilze weg. Ich futter keine Pilze. Ja, 67k, was soll denn das? Gib mal 567k. Dann reden wir darüber. Dann bin ich auch gerne bereit, da weiter drinnen zu machen hier. Nee, also wie gesagt, wäre natürlich richtig cool, wenn ich jetzt noch ein 200k-Rate kriegen würde. Und da wäre mir dann wirklich nur Gold wichtig. Und dann eben noch eine Mauer schön auf 8 hochziehen. Das wäre schon cool, aber ansonsten ist das Ding für heute durch, denke ich mal. Da passiert ja nicht mehr viel. 72, ach, das ist alles nichts. Ich brauche kein Elixier jetzt. Obwohl, Elixier brauche ich dann auch noch für den Mauerbrecher. Aber ich will ein bisschen Gold. Gib mir ein bisschen Gold. Dann wäre ich doch glücklich. Oh, 42. Ey, da ist man schon so weit unten und dann kommen so eine Gegner hier. Das ist echt doof. Ja, 86. Ach, kommt besser als nichts, oder?
Obwohl der die. Nee, nee. Der ist nicht inaktiv gewesen. Und da hätte ich jetzt ungern meine 15 Schweinchen gedroppt. Moment. K, na herzlichen Dank, ey. Da passiert ja nichts. 82? Nee, nee, ganz ehrlich, will ich nicht. Nicht 82. Ich meine, dafür bin ich nicht runtergegangen, wirklich nicht. Also das ist nun nichts. Ich meine, wie gesagt, der Tag ging ja schon, so ist es jetzt nicht. Ich habe ja irgendwie schon 5 oder 6 Mauern habe ich ja schon gemacht, so ist nicht. Aber da muss schon noch ein bisschen mehr gehen. Also hier sind 200K-Ding, sollte hier noch drinne sein. Ja, oder? 94. Bitte. Es muss ja nicht mal. Es muss ja nicht mal nur einfach so in Minen drinne sein. Hier 142, das ist doch schon mal was, wo ich sage, gut, okay, in der Nähe vom Rathaus hat er eh wieder irgendwo eine Bombe und sowas versteckt, ganz klar. Aber das ist doch schon mal in Ordnung hier. Schon mal ein bisschen was. So, hier. Ach so, Kobis sind leer. Nix Kobis. So. Und dann machen wir hier noch mal ein bisschen Party. Da ist er garantiert. Oh, wie doof hat der das gestellt? Echt. Das ist ja nun wirklich Blödsinn. So, jetzt gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass wir hier mit den Schweinen ein bisschen Glück haben. Und wenn nicht, dann hat der Gegner halt ein bisschen Glück mit Schweinen. Mal gucken. Haben wir wenigstens die CB mal ein bisschen rumgescheucht. Das ist auch nicht schlecht. Aber klar, Schweine und die Queen, das geht natürlich nicht gut für meine Schweine aus. Aber die Queen wurde schnell gekillt. Ja, okay. Aber der Rest von mir auch. 35K, yay! Das war nicht wirklich der Knaller. So, jetzt sind wir fertig. Ich bin durch. So, das war's erstmal. Ich beende den heutigen Stream mit einem herzlichen Tschüss. Und wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch einen recht herzlichen guten Rutsch ins neue Jahr. Stellt keinen Scheiß an, immer schön clashen und wie gesagt, baut keine Bomben und sowas. Alles ganz gefährlich. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao.